Hallo, mein Name ist Julia Seltmann. Ich bin Junior-Produktmanagerin beim Mailshop und ich möchte Ihnen heute unsere Premium-Schleifautomatenserie Kaiser mit der Ausführung des manuellen Blockers vorstellen. Wir beginnen zuerst mit dem Abtasten der Fassung. Dafür nehme ich diese Kunststofffassung und spanne sie in den Tracer ein. Wähle dann hier am Gerät das Material aus, also in dem Fall Kunststoff, und drücke hier auf Start für beide Seiten. Für Mustergläser oder Formscheiben gibt es diesen speziellen Aufsatz. Ich habe jetzt eine Formscheibe, die setze ich hier drauf. Und mit der Rändelschraube wird die fixiert. So. Und nun setze ich den Einsatz hier in den Tracer ein und drücke auf Start. Der Tracer hat die Form hier direkt an den Schleifautomat übermittelt und wir können gleich mit den Blocken weitermachen. Als Vorbereitung zum Blocken vermesse ich nun die Fassung, zuerst die Scheibenlänge und die Brückenweite. Und nun kann ich die genaue Zentrierung von meinem Brillenglas einstellen. Nun nehme ich mein Brillenglas und richte das genau nach dem Augenabstand für den Kunden aus. Mit der Formscheibe kontrolliere ich, ob der Glasdurchmesser groß genug ist und nun kann ich blocken. Nun kann mein aufgeblocktes Glas direkt schon geschliffen werden. Hierfür öffne ich die automatische Einspannvorrichtung, setze das Glas ein und schließe die Einspannvorrichtung wieder. Hier oben im Display ist auch schon die Form erschienen und hier unten kann ich die Schleifparameter verändern. Hier habe ich mein Glasmaterial, in dem Fall ein Kunststoffglas. Hier kann ich die Facette auswählen. Ich möchte jetzt eine Rille haben. Dann kann das Glas hier abgekantet werden. Ich könnte auch noch die Rille oder Facette genau steuern von der Position. Dann wähle ich hier aus, dass das Glas gefräst werden soll. Dies ist besonders gut geeignet bei hydrophoben Gläsern. Hier kann ich noch den Schonschliff auswählen und drücke auf Start. Und nun ist unser Brillenglas auch schon fertig. Ich habe hier eine Variante mit Flachfacette, die poliert wurde, und einer Rille. Ich hätte aber alternativ auch statt einer normalen Facette eine Mini-Facette nehmen können. Die Kaiser-Serie ist ausgestattet mit modernster Technologie. Sie können zusätzlich zu den Standardfunktionen auch spezielle Designfunktionen auswählen, wie eine partielle Facette oder Rille oder eine Mini-Facette. Technologie, bei der keine Wünsche offen bleiben.